John. Ja, hallo Kartoffelfreunde. Wir spielen heute nochmal eine Runde Beat the Streak, weil ich heute leider nicht in der Lage sein werde, oder beziehungsweise jetzt nicht in der Lage sein werde, The Evil Within zu spielen. Weil, wie ihr alle wisst, habe ich ja einmal Kaka gebaut. Also, ja, nicht unbedingt Kaka gebaut. Ich habe einfach eine... Kann ich ja mal die ganze Geschichte erzählen? Ich habe eine... ein Kollege von mir hat mich gefragt, ob ich für ihn ein Spiel mitkaufe bei MMOGA. Also da kaufe ich meine Spiele nämlich immer. Und da meinte ich, ja, nee, kein Ding, bla bla. Und dann habe ich halt The Evil Within und sein Spiel gleichzeitig gekauft. Ah! Und das Problem dabei ist, die Codes sind beide mit der gleichen E-Mail bekommen. Ha! Und wir sind wieder bei 1. Und ja, durch diese E-Mail habe ich ihnen halt den falschen Kill-Key gegeben. Und er hat jetzt The Evil Within auf seinem Account. Und ich habe gar kein Spiel, weil ich habe ihm dann auch den richtigen Key gegeben. Und er hat es halt in seiner Bibliothek und hat es mir ausgeliehen, so dass ich es spielen kann. Und das Problem dabei ist, dass wenn er spielt, ich nicht spielen kann. Das heißt, wenn er im Spiel ist, in irgendeinem anderen Spiel, kann ich nicht die Spiele aus seiner Bibliothek ausleihen. Weil sonst würde man ja zu zweit einen Account nutzen sozusagen und bla 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 und dann halt Steam rum und alle behindert. Auf jeden Fall ist er gerade am Spielen und ich kann jetzt nicht aufnehmen, weil ich ihn auch nicht unterbrechen will. Und deswegen machen wir einfach noch eine Runde Beat the Streak und ich meine, es fängt ja auch ganz gut an. Warum sollten wir es nicht fortführen? Oh mein Gott. Lauf. So ein Spasti. Ah, wo ist er hin? Ich bin hier. Ja, ich würde mal sagen, da sind wir ganz gut davon gekommen. Ich glaube, er war ziemlich verwirrt. Er hat sich, glaube ich, bestimmt gerade gefragt, wo wir sind. Und meine Maus hängt sich. Oh nein. Jetzt sind wir wieder unten. Meine Maus hängt sich hier nämlich die ganze Zeit auf. Das ist ein bisschen nervig auf jeden Fall. So. Und durch dieses kleine Missgeschick, was uns halt passiert ist, kann ich halt jetzt gerade nicht spielen und ich finde, das ist in Ordnung, aber The Evil Within wird auf jeden Fall morgen und übermorgen dafür kommen, wenn er nicht spielt, aber ich denke mal, das werden wir alle hinkriegen. Ist ja auch nicht so schlimm und schwer und alles mögliche. 1, 2, 3, 3. So, du kommst weg, du kommst weg, du kommst dahin. Und du kommst dahin. Und wir haben ihn, wir haben wieder einen. Und unsere Kiste ist 2. Yay! Lol. Entschuldigung. Und weiter geht's. Wir haben jetzt schon einen richtigen Lauf hier gerade, muss ich schon. Wir sind jetzt schon bei dem dritten hintereinander hier. Es läuft auf jeden Fall besser als hoch gestern und das ist gut. Das freut mich auf jeden Fall, weil gestern war ja richtig abfuck. Da haben wir richtig Pech gehabt gegen einige Gegner. Wo sind die Gegner? Und ja, wer es bestimmt von euch auch gemerkt hat, ist, ich habe mir etwa ein paar kleine Änderungen am Texture-Pack vorgenommen. Und zwar habe ich nicht mehr die 128 Version von PUBG, sondern die 64x64, weil
keine Ahnung, meine Grafikkarte in letzter Zeit irgendwie den Geist aufgibt, beziehungsweise immer ziemlich ruckelt und darauf habe ich gerade keinen Bock und deswegen habe ich gedacht, ja komm, ist jetzt auch nicht schlimm, es ist Minecraft, da ist die, kommt die Grafik eh nicht drauf an, sondern eigentlich nur die Models, also ja, so wie die Kettenwachen aussehen und so, im Groben, und ja, ich bin damit zufrieden, kann damit arbeiten und spielen, also warum sollte ich nicht dabei lassen. Einfach ein bisschen runterschrauben und dann hat die Grafikkarte das auch ein bisschen einfacher. So. Jetzt sind wir zum ersten Mal, haben wir es geschafft, unsere normale Route zu gehen, auf jeden Fall. Ohne dass gleich, huch, ein Gegner gekommen ist. Hä? Aber ist er geliebt? Ist er ausgegangen? Eins, das brauchen wir noch. Das kommt ans Ende. Du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst dahin. Und du da, und du da, und du da. Ja. Hat jetzt keiner gehört? Zack. Und nochmal ein paar Brödels. Jetzt wollen wir noch da oben hin. Oh, direkt auf die Kiste gelandet. Gut. Und als nächstes wollen wir da unten hin. Eine Brust, die hat uns noch gefehlt. Und da ist unser Kollege. Oh fuck! Wir haben ihn getroffen, aber sind runtergefallen, shit. Au. Wo ist unser Kollege jetzt? Ist er hochgelaufen? Also hier ist er nicht mehr, okay. Hä? Ist der bescheuert? Wenn ich von oben komme, dann ist es doch klar, dass ich hier schon... Ach nee, okay, ich bin ja von der Plattform gekommen. Okay, vielleicht war es doch nicht so einleuchtend. Zack, 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 zack. Hier oben ist er nicht. Wo ist er denn jetzt hin? Ist er auch runtergefallen? Nein, ich habe ihn noch von vorne getroffen. Da ist er. Na du Nudel? Okay. Oh, der ist wirklich einfach nur rumgesneakt. Wie hieß der Typ? Stefan! Da haben wir Stefan gefögelt. Jetzt haben wir die Chance, sogar eine neue... neuen Rekord aufzustellen, und zwar die Vierer-Streak. Und ich hoffe, das wird uns auch möglich sein. Zack, 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 zack. Ich hoffe, ich muss mir unbedingt mal angewöhnen, eine andere Map zu spielen, weil dann wird es ja alles so ein bisschen kreativer gestaltet. Finde ich. Ja, zumindest cool. So, dann hier einmal die 6 Enderperlen. Wo ist unser Kollege Helm? Dann ist er schon drüben? Nee, noch nicht. Auch nichts Besonderes drin. Diese Flashes sind ziemlich. Diese Ender-Flashes sind eigentlich völlig unnötig, finde ich. Also, man trifft damit vielleicht einen Gegner und dann meistens auch sich selbst. Und dann ist man mitgeblendet und ja, also man könnte das höchstens auf hohe Distanz anwenden, um dann einen Überraschungsangriff zu starten, was ich dann, glaube ich, auch schon mal in einer Aufnahme gemacht hatte, in der ersten oder zweiten. Oh, Alter. Und da hat das auch relativ gut funktioniert, oder ich glaube, das war einfach nur gegen Kollegen, weiß es gerade nicht. Huh. So. Einige von euch wundern sich bestimmt, warum hier ich immer nur ein Ohr drauf habe, das habe ich eigentlich immer, weil ich dann immer höre, ob einer in mein Zimmer kommt oder kloppt oder so, und dann, ja, ich meine, es ist ja auch wichtig, dass man hier auch den Besuch empfängt, ne? Wenn man den nicht hört, kann man ihn auch nicht empfangen, ne? Das kommt dahin, du kommst dahin, dup, 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 dup. Und jetzt machen wir uns noch schön ein paar Brittles. Ich arbeite ja beim Bäcker als Aushilfe, da kann man sich auch mal ein paar Brötchen backen. Zack, zack. Einmal nach oben. Bisschen weit, aber wir sind oben.
Zack, hier sind nochmal Ember-Perlen. Dann auf unsere schöne Plattform. Ah. Da ist unser Kollege. Und tot. Und da haben wir die Vierer-Streak. Zack, und wir hatten Holzschwert mit Haltbarkeit 1. Ja, hätte ihm eh nicht viel gebracht, aber... Die Vierer-Streak! Oh mein Gott, wir haben einen neuen Rekord! Und weiter geht's mit der fünften Runde. Nee, vierte Runde. Vierte oder fünfte, ich weiß es nicht. Oh. Gleich mal Pfeil und Bogen. Zum Pfeiler und ein Böglein. Huch. Meine Maus bleibt echt immer hängen hier mit dem Kabel heute. Der ist nicht so schön. Das fuckt mich ziemlich ab, ne? Ich würde auf jeden Fall nach der Aufnahme hier. Na, das ist ein bisschen doof. Wenn ich mit dem Account dann... mit dem Account dann weiterspiele. Also ich müsste theoretisch ein paar... andere Maps mal trainieren, aber das müsste ich dann während den Aufnahmen machen. Sonst wird ja die Killstreak verfälscht. Also was haltet ihr davon, wenn ich die Killstreaks pro Map unterteile? Also dass ich dann so eine Killstreak für die Map mache, eine für die andere... Weil das wäre ja ein bisschen kacke. Alter, nerv mich nicht, du Maus. So, ohoho. Ein Eisenhelm. Zack, und hier. Geile Lederhose. Ja, ich weiß es noch nicht, ob ich die, weil wenn ich dann einfach nur auf einer Map spiele, die ich noch gar nicht kenne und da voll am Verkacken bin und der alles hat und ich einfach keine Kiste habe, dann finde ich das auch ein bisschen kacke. Weil ich dann einfach im Nachteil bin. Also... Und wenn ich dann im Nachteil bin, dann kann ich keine guten Killstreaks liefern, beziehungsweise Winstreaks. Und wenn ich keine guten Winstreaks liefere, dann mach ich ja die gute, das gute Format hier kaputt. Kaputt. Das ist auch kacke. Okay, wir haben noch kein Schwert. Vielleicht sollten wir uns mal ein Schwert besorgen. Das finde ich ein bisschen kaka. Da sind wir wieder. Oh mein Gott. Vielleicht können wir ihn auch einfach nur mit den Pfeilen töten. Ich weiß es nicht, was er macht. Ne, er ist noch da unten. Zack. Mann, ich brauche doch nicht diese 12 mehr um Pfeile. Jetzt müssen wir da hinten mal hin. Und mal gucken, ob hier ein Schwert drüben ist. Ich hoffe, er kommt nicht, weil dann kann ich ihn mal kurz sortieren. Nö. Ist er runtergesprungen oder runtergefallen? Ist er runtergefallen? Huh, nein. Au. Au. Oh. Ich bin ja nicht völlig behindert oder so. Ich habe mich gerade selbst geflasht. Ich bin gerade selbst... Wieso habe ich denn beides auf einmal geworfen? Oh mein Gott, ist runtergefallen. Jetzt können wir uns in uns wegsnacken. Was? Was ist denn das? Oh, shit. Ey, wir haben kaum noch Leben. Komm bitte sein Schwert drin. Ja. Zack, und kommen sie hier an. Der ist hinter uns, ne? Komm her. Komm her. Trau dich. Komm. Xbox Recorder. Mann, jetzt haben wir schon eine neue Killstreak und dann kommt so ein Spasti an und mit so einem verzauberten Schwert und nervt uns einfach mal. Hier unten müsste noch eine Kiste sein. Und da haben wir das Holzschwert. Ja, nice.
Jetzt einmal in die Mitte nach unten. Und eine verzaubern. Schärfe 1. Perfekt. So, jetzt kann der Kampf angehen. Ja, angehen. Ja, wir machen den Kampf an. Genau, Marcel. Ja, wir machen den Kampf an. Jetzt kann der Kampf losgehen. Losgehen. Digga, was ist das für ein Hurensohn? Digga, fuck. Fuck. Ist er hinter uns? Komm. Ja! Oh mein Gott, ich will mein Gesicht nicht sehen, wie konzentriert ich war. Ich wollte ihn... Nein, Alter, ja, ja, genau. Wir sind Hacker, wir sind Hacker. Habt ihr es gelesen? Wir sind Hacker. Ich habe auch nichts Besseres zu tun, als in so einem Kinderspiel zu hacken, ne? Nö, nö. Habe ich nichts Besseres zu tun. Wieso, was hat denn das mit Hacken zu tun, wenn wir einfach mal ihn ausgetrickst haben, dass er uns hinterhergesprungen ist? Dann sind wir auf Distanz geblieben und haben versucht, ihn mit dem Bogen abzuschießen. Was hat daran, was ist daran? Verstehe einer die Menschen, ey, was ist daran denn bitte schön hacken, wenn man einfach mal ein bisschen Glück hat und er einfach zu blöd ist, da irgendwie mich mit einem halben Herz zu töten? Da sehe ich nicht den Sinn drin, um ehrlich zu sein. Okay, er ist gerade den Wasserfall runtergegangen. Dann können wir ja ganz entspannt die Kisten ausräumen. Oh, no, 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 no. Wäre man nicht ziemlich crap, wenn man nicht noch gar nichts ist, mir gerade mal aufgefallen. Gut. Und hier ist Pfeile und alles haben wir hier drin, aber... Helm, Rüstung, Flashes, Enderpearl haben wir. Keine Waffe. Ich hoffe mal, dass wir hier oben eine haben, sonst haben wir ein kleines Problemchen, meine Damen und Herrchen. Oh ja, da haben wir doch das Schwert. Das haben wir gebraucht. Und hier müsste noch ein Bogen drin sein. Schade. Ein Helmchen. Du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg. Du bist auf die 1, 2, 3, 4. So, huch. 4 habe ich gesagt. Wo ist er? Da ist er. Und die 6er Killstreak, oh mein Gott, New Best, View Leaderboards, yeah. Oh, ich habe jetzt nicht gedacht, dass er da gleich um die Ecke kommt, aber... Boom, okay, gut, dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, schlechte Unterhaltung, Kartoffelsalat und lass mir doch ein Abo da. Tudelü.